Danke sehr, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Vertreibung von 15 Millionen Deutschen infolge des Zweiten Weltkriegs war ein epochales Ereignis in nie dagewesener Größenordnung. Dieser Satz ist dem letzten Bericht der Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedler zu entnehmen. Und Herr Schad hat das hier auch noch einmal bekräftigt. Meine Damen und Herren, laut des aktuellen Berichts des UNHCR sind aktuell 103 Millionen Menschen weltweit gewaltsam Vertriebene. 6,8 Millionen Syrer haben ihr Land verlassen. Fast 7 Millionen von ihnen sind intern Vertriebene. Rund 12 Millionen Ukrainer und Ukrainerinnen mussten ihre Heimatregion oder gar das Land verlassen. 6,1 Millionen Afghanen sind aktuell auf der Flucht. Über 4 Millionen Menschen sind im Südsudan durch den Krieg heimatlos geworden. Mehr als 4 Millionen Jemeniten sind intern Vertriebene. 1,2 Millionen Menschen haben sich gezwungen gesehen, ihre Heimat Myanmar zu verlassen. Meine Damen und Herren, das epochale Ereignis in nie dagewesener Größe erleben wir aktuell also erneut. All diese Menschen sind Heimatvertriebene, meine Damen und Herren, und viele von ihnen leben jetzt unter uns. Sie mögen keine deutsche Abstammung haben, unsere Sprache nicht von Anfang an sprechen, nicht Hans oder Marie heißen, aber auch sie sind Flüchtlinge, deren Kulturgut zu bewahren genauso eine Aufgabe unserer Gesellschaft sein sollte, wie wir es hier in Hessen angeblich so vorbildlich bei Heimatvertriebenen, Deutschen und Spätaussiedlern tun, meine Damen und Herren. Den heimatvertriebenen Deutschen kommt im Antrag, aber auch den Publikationen und Reden der Landesregierung viel Dank für ihren Beitrag beim Wiederaufbau nach dem Krieg zu. Und das zu Recht, meine Damen und Herren. Ja, das zu Recht. Natürlich haben Vertriebene damals einen enormen Beitrag zur Gesellschaft beigetragen, in der wir jetzt alle leben. Und dazu sind wir natürlich zu Dank verpflichtet. Das ist richtig, meine Damen und Herren. Die Gastarbeitergeneration hat das allerdings auch getan. Die im Rahmen von Anwerbeabkommen Zugewanderten und ihre Nachkommen machen nach wie vor den größten Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund in Hessen und bundesweit aus. Das Lob auf sie und die Anerkennung für ihre Leistung fällt allerdings meistens sehr kleinlaut aus. Viele von ihnen haben nach wie vor nicht einmal die deutsche Staatsangehörigkeit, und auf eine Landesbeauftragte können sie wohl noch sehr lange warten. Zugewanderte zu integrieren, ihnen eine Chance auf echte Teilhabe zu geben, ihren Beitrag zu unserer Gesellschaft anzuerkennen und ihr Kulturgut zu bewahren, sollte eine Selbstverständlichkeit sein, meine Damen und Herren, und zwar unabhängig von der Abstammung, Nationalität und der Staatsangehörigkeit. Aber es ist halt bei den einen ist es halt schützenswertes Kulturgut und bei den anderen eben unter Umständen Integrationsunwilligkeit, meine Damen und Herren. Leider fällt jedoch auch die Bilanz der Integrationserfolge von Aussiedlerinnen und Spätaussiedlern eher zweifelhaft aus. Nicht, weil sie nicht wollten, sondern schlichtweg, weil ihnen die Möglichkeit verwehrt wurde. Vielen von ihnen, die gerade in der Hochphase in den 90er Jahren nach Deutschland eingewandert sind, wurde z.B. keine Möglichkeit gegeben, ihren Berufsabschluss anerkennen zu lassen. Gerade in den frühen 2000ern war die Arbeitslosenquote unter Spätaussiedlern in Hessen deutlich höher als die von Ausländern und viermal so hoch wie die von hiesigen Deutschen. Man erkennt, man hat da also auch Deutsche zweiter Klasse geschaffen, meine Damen und Herren. Und nach wie vor finden sich viele von ihnen im Niedriglohnniveau und überwiegend als Leiharbeiter im produzierenden Gewerbe wieder. Nur wenigen ist es gelungen, durch Neu- oder Nachqualifizierung mittlere Einkommen zu erzielen und zu erreichen.
Noch immer müssen vor allem Hochqualifizierte nach ihrem Umzug nach Deutschland einen sozialen Abstieg in Kauf nehmen, da ihre Abschlüsse eben immer noch nicht anerkannt werden. Und das angesichts der hier so vielfach beklagten Fachkräftemangels, meine Damen und Herren, ist auch eine fragliche Situation. Und manche haben sich auch bereits kaputt geschuftet. Die Geschichte des Vaters unserer Referentin steht hier nur exemplarisch für viele andere. Als junger Mann mit einer Elektrotechniker-Ausbildung Ende der 90er Jahre in Deutschland angekommen, landete er natürlich sehr schnell als vermeintlich ungelernte Kraft in einer körperlich belastenden Tätigkeit. Über Jahre hinweg gab es kein Wochenende, keine Feiertage. Der Vollzeitjob reichte kaum, um über die Runden zu kommen. Mit 55 Jahren scheidet er nun aus gesundheitlichen Gründen aus dem Arbeitsleben aus und muss um die Rente und die Existenz bangen, meine Damen und Herren. Menschen wie ihm ist mit Klöppelkursen und Kochrezepten eben leider nicht geholfen, meine Damen und Herren. Denn auch die Gefahr, in Altersarmut zu geraten, ist unter Aussiedlern höher als bei der deutschen Durchschnittsbevölkerung. Und dies hat absolut nichts die Förderung der Vertriebenenverbände und Landsmannschaften auch nicht reichen. Heimatstuben, Klöppelkurse sowie Festumzüge beim Hessentag mögen dazu beitragen, die Identität der Vertriebenen zu stärken und eine Erinnerungskultur aufrechtzuerhalten. Sie helfen ganz vielen Menschen, die aus den Vertreibungsgebieten oder ehemaligen Sowjetunion zu uns gezogen sind, aber nicht, eben nicht, bei Ihren konkreten Sorgen, meine Damen und Herren. Dafür braucht es ganz andere Maßnahmen, wie z. B. einen armutsfesten Mindestlohn und